Auf der anderen Seite hätte ich gerne quadratische Torhäuser. So, das wäre jetzt super quadratisch, aber super unsymmetrisch. Also ja, es wäre quadratisch. Ganz ehrlich, wie kriegen wir da ein gescheites Torhaus hin? Das halt quadratisch wäre. Das müssten wir dann halt so bauen. Aber das hier ist nicht mal quadratisch, merke ich gerade. Was zur Hölle? Habe ich jetzt einen Knick in der Optik oder? Nochmal. Drei so, drei so, drei so, drei so. So, drei. Ja, quadratisch bedeutet, wir haben keine Mitte. Selbst wenn wir das hier machen, haben wir keine Mitte. Das heißt, wir müssten uns hier auch wieder Wir können uns keine Mitte basteln. Okay, wir kriegen keine quadratischen Torhäuser hin. Ärgerlich. Ja, da ist einfach das Problem. Ich weiß, wie wir quadratische, mehr oder weniger quadratische Torhäuser hinkriegen. Wir nehmen die hier. Wir nehmen einfach die hier. Und haben ein Torhaus. Das immer noch nicht quadratisch ist, habe ich recht? Doch ist es. Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Ein eckiges Quadrat so zu machen. Ja, das wäre halt das Problem mit den Steinen hier unten.
Würden wir aber auch hinkriegen. Das heißt, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Die zwei kommen weg. Die werden erstmal hierhin verschoben. Das Torhaus kann ruhig rausgucken, wie die Türme. Nein, es sollte nach innen gucken. Genauso wie die Türme ja auch nach innen gucken. Ist nur die Frage, setze ich dann da einzeln hin oder setze ich da einzelne hin? Ich kopiere das erstmal. Setze es da hin. Ich setze die einzelnen lieber ins Torhaus. So. Das heißt, Torhäuser und Fundamente sind geplant. Gut. Dann spricht er jetzt nichts dagegen, sie gleich losziehen zu lassen. Was ich noch herausfinden will, ist, ja, das nee, so will ich das nicht. Gib mir mal eine Elnut. Stützen. So. Das Problem ist, wir haben hier auch wieder keine Mitte. Das wäre schon schick, eine Mitte zu haben. Kann ich eigentlich auf den hier? Nein, kann ich nicht. Ah, aber ich habe eine Idee. Das brauchen wir nicht.
So, selbe Höhe. Da reichen eigentlich auch nur solche Nuten. So. L-Nut. Okay. Ein Ziegel. Den Rest hier mit. Warum geht das nicht? Hoppala. Also ja, dem Ding werde ich mich nur einmal verkünsteln. Oh, oder noch besser. Ja. So. Und dann können wir hier drauf. Unsere Treppe platzieren. Wobei ich hätte da noch eine andere Idee. Denn so sieht das ja ein bisschen lächerlich aus. Sondern ich mach so. Oh ja, die brauche ich dann eigentlich auch nicht. Da reichen auch normale. So. Es war dann doppelt gemoppelt, aber was soll's. Wo sind meine Gewölbe? Ja, und auf die Gewölbe können wir dann die Treppe platzieren. Und können sie mittig den Turm hochkommen lassen. Aber ich habe noch eine gute Idee. Die hier.
Dann gib mir mal die hier. Ah, Mist. So. Gut, da lasse ich mich jetzt nicht so sehr foppen und nehme einen Ziegelstein. Ja. Genau. Nehme aber hier dann wieder... Noten. So. So, die Treppe. Können den Turm ja eins nach unten dann verschieben. Also die Höhe. Wobei, wir können auch einen ziemlich hohen Turm machen. Ja. Ist okay. Und dann halt hier. Plattformen zum Bewegen. Ja. Und damit haben wir den perfekten Zugang. Das finde ich gut. So, die Blaupausen wieder raus. Das bewegen wir mal nach da. Hab ich die Füße? Ah doch, ich habe die Füße. Die versinken hier oben nur im Sand. Okay. Markieren wir das wieder und... in einen neuen Bauauftrag mit euch. Das ist der hier, der hat keinerlei. Wert mehr. Also den behalten wir uns mal vor. Und es geht los. Wir bauen. So, ich lasse jetzt erstmal das Fundament setzen. Und ja, man sieht schon, man merkt schon, unser Steinverschleiß schießt in die Höhe. Na ja, dafür haben wir die ganzen
ordentlichen Packen Steine hier gelagert. Damit wir schön das Fundament jetzt aufbauen können. Den Grundriss aufbauen können. Ja, das hier ist doch quadratisch. Ja, ist es. Da müssen so zwei reingehen und so zwei, ja. Ist ein Quadrat. Das hier ging auch recht schnell. Wahrscheinlich, weil ich so lange mit dem Rumplan beschäftigt war und nicht gemerkt habe, dass die Energie so angestiegen ist. Okay, die Steinvorräte da unten werden auch langsam angebrochen. Oh nein, wir bauen doch keine Stufenpyramide. Könnte ich da eigentlich theoretisch noch einen Katapult draufbauen? Wäre nämlich auch noch cool zu wissen. Ja, ich würde eins drauf kriegen. Katapulte kann man ja zum Glück auf Holzplattformen bauen. Was ich zum Thema Burggraben mache, das schauen wir dann noch. Ob wir einen ausheben oder ob wir es lassen. Ob wir hier erstmal eine Burg bauen, die schön groß ist, schön sicher. Ja, aber jetzt gehen mal die richtigen Arbeiten voran. Und die Brücke, die zahlt sich echt aus, so wie es aussieht. Ah ja, ich liebe den Anblick von Brickthorns, die Bricks dagegen drum schleppen. Und daraus etwas sehr Schönes erschaffen. Eine einladende Burg. Ja gut, aber ich würde sagen, auch weil das Spiel gerade mal wieder gehangen hat, wir speichern hier jetzt mal. Dumm, die dumm, die dumm. So, und dann mache ich erstmal einen Cut. Also, bis gleich.